Einen frohen guten Abend wünscht euch euer Irgendwasi wie zu einem weiteren Informationsvideo am 12.11.2012 um genau 17.56 Uhr. Jo, ich habe hier zwei oder drei kleinere Themen. Thema Nummer 1. Ich habe vor zwei Tagen ein Bulletin rausgehauen, in dem ich drei weitere Let's Plays angekündigt habe. Das stimmt jedoch nicht. Ich habe sogar vier Ideen für vier weitere Let's Plays. Nur das eine Let's Play, irgendwie vergesse ich das immer, ich weiß auch nicht warum, irgendwie will es von mir verdrängt werden. Ist das irgendein Zeichen? Ich hoffe mal nicht. Gut, also ein bis zwei Stück, denke ich mal, werden diese Woche starten, je nachdem wie ich zu Aufnahmen komme und ja sonst Zeit habe, da ich relativ spät unter der Woche abends nach Hause komme. Ja, ja, so eine Ausbildung hat es schon in sich, leider. Jo, also, ihr dürft gespannt sein, es werden... Weder, die vier Games sind total unterschiedlich, also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, für jeden was dabei sein. Also damit nicht, wie gerade zum Beispiel Purflus Kingdom Hearts nur alleine läuft und halt Let's Tests, aber ja, Let's Tests kann ich nur machen, wenn neues Slender Game erscheint, wo, was momentan nicht der Fall ist, oder ich durch Zufall irgendein Spiel finde, das ich kurz Let's Testen könnte, aber das ist glaube ich eher weniger. Also seid gespannt. Ja, wie nach... Also eins wird auf jeden Fall starten. Das kann ich jetzt zu 99,98% versprechen. Jo, die anderen 0,02% sind... Ja, technische Ausfälle wie Internetabsturz oder sonstiger Scheiß. Okay. Das war Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist... Das ist ein kleines Thema. Das habe ich mir gerade selber ausgedacht, weil ich mir gerade die Idee kam, sondern nämlich meine Thumbnails. Genau. Sie sehen bis jetzt relativ billig aus, sagen wir es mal so. Genau. Ich habe einfach... Von jedem Part, bis jetzt habe ich auch nur PKH, Thumbnails sieht man auch hier, Let's Test hat noch gar nichts und Herr der Ringe und so. Ich habe einfach von jeweils dem Part irgendeine chillige Stelle rausgesucht. Wie zum Beispiel hier, dieses Herz habe ich mir einfach rausgesucht und dann mit Paint. Ja, leck dich Skype. Mit Paint einfach PKH und eine 6 oder halt die andere Zahl. Jeweils in immer einer anderen Farbe, damit es wenigstens nicht immer so monoton ist. Hingeschrieben, jo. Das wird sich in Zukunft ändern. Da ich... Das sind nur so Testteile. Es kann auch sein, dass sie auch noch alle geändert werden, wenn ich eine bessere Methode finde. Andernfalls, wenn irgendjemand von euch gute Thumbnails erstellen kann und Lust dazu hätte, könnte er mir natürlich auch Thumbnails erstellen, wenn er Lust dazu hätte. Müsste mir einfach nur eine Privatnachricht senden. Das geht hier. Unter mehr. Nein. Alter, wo geht... Scheiße. Hier, bei meinem Namen. Ich kann mir natürlich nicht selber eine Nachricht senden. Hier ist so ein Pfeil und da steht dann Nachricht senden. Gut, den werde ich dann natürlich auch in meine, hier verlinken. Hier, nicht hier, weil hier sind einfach nur Channels, die ich gut finde und so. Sondern extra kriegt dann Platz hier. Und ich werde ihn auch in irgendeinem Part mal erwähnen. Es ist ja nicht so, dass ich das einfach nur annehme und sage, ha, danke, jetzt hast du es für mich gemacht, bye. Nee, nee, nee. Also nur wer Lust hat, gell? Ich werde jetzt keinen zwingen. Ich kann meine Thumbnails auch selber erstellen, wenn ihr wollt und so, ja. Gut, das war Thema Nummer 3. Jetzt kommt Thema Nummer 3. Und zwar hat es nichts mit Let's Plays zu tun, aber ich habe eine Idee für ein neues... Ja, wie nennt man es? Für eine neue Art, Videos hochzuladen. Also, die Art ist bestimmt nicht neu, aber... Es hat auf jeden Fall nichts mit Let's Plays zu tun, sondern... Ja. Ich weiß nicht so ganz, wie ich es erklären soll. Ihr werdet sehen, wenn... Das erste Video... Fick dich, Skype. Entscheide dich, ob du on oder off sein willst, ja? Aber reg mich nicht auf. Gut. Entschuldigung. Ja, also die neue Art. Das erste Video dieser... Ich nenne es jetzt einfach mal neue Art, da ich keine Ahnung habe, wie ich es beschreiben soll. Wird entweder... Ich denke mal, morgen wird es hochgeladen. Da kann jeder mal reinschauen und gucken, ob es was für sich ist. Wenn ja, klar, immer gerne weitere schauen. Wenn nein, dann halt nicht. Gut. Und das alles, also jetzt kommt alles Schlag auf Schlag, jetzt gerade, weil ich habe immer noch Internetprobleme, aber ich habe jetzt eine Lösung, wie ich das in den Griff kriege. Grabber-Projekte kommen immer noch bald. Und, da möchte ich dann auch meine Views wieder heben und euch unterhalten können, weil meine Views sinken tagtäglich. 4500, vor drei Tagen waren es noch 5000. Und als es wirklich noch gut lief, hatte ich 11.000. Jo, jetzt sieht man halt mal meine dämlichen... Was auch immer das hier bringt. Kann man... Hä?
Kann mir einer erklären, was das hier ist? Ich check's nicht. Vielleicht bin ich zu dumm für alles, aber nein, ich check es nicht. Was das hier bringen soll. Gut, ja. Das wär's dann eigentlich schon. Es wird jetzt auf jeden Fall zack, zack, alles schnell gehen. Die Let's Plays, übrigens die vier, die ich ankündige, also, die stehen nicht hier. Es ist keins von denen. Wobei ich Super Mario 3D dann, glaube ich, eh da rausstreichen kann, da ich das nicht machen kann. Ich wollte es eigentlich mit dem 3DS abfilmen, aber meine Kamera hat irgendwie keine Lust, von irgendwelchen anderen Monitoren abzufilmen. Da sieht die Qualität einfach nur schrecklich aus. Man erkennt nichts. Solange ich keine andere Möglichkeit dafür gefunden habe. Und nein, ich werde mir keine Capture Station kaufen. Capture Card meine ich. Wird das hier mal... Also erwartet nicht, dass es in geraumer Zeit kommt, ja. So. Gut. Das war's dann, glaube ich. Wie viele Minuten haben wir denn? 5, gut, 6. Das hier ist sogar mein dritter Versuch, da ich in den ersten zwei Versuchen in der ersten Minute keinen gescheit deutschen Satz zustande bekommen habe, bin ich jetzt sogar froh, dass ich es endlich mal geschafft habe. Gut. Also. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ihr werdet sehen. Bald wird das hier alles ums Dreifache besser, kann ich euch schon mal versprechen. Bye bye und noch einen schönen Montagabend. Wünscht euch euer Irgendwasifi. Arrivederci.